Begleitet von Protesten und nach monatelangen Debatten hat das argentinische Parlament ein umstrittenes Paket von Wirtschaftsreformen des ultrarechten Präsidenten Javier Milei verabschiedet. Milei will unter anderem einen einjährigen wirtschaftlichen Notstand ausrufen. Infolgedessen könnte er Behörden auflösen und staatliche Unternehmen privatisieren. Zudem sollen die Mindestrente gekürzt und Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden. Ursprünglich waren noch deutlich mehr Maßnahmen geplant. Diese waren gestrichen worden, um die Zustimmung des Senats zu erreichen. Die Abgeordnete Lorena Villaverde unterstützt die Reform. Dank der von unserem Präsidenten eingeleiteten wirtschaftlichen Maßnahmen ist Argentinien heute ein Fenster der Möglichkeiten für die Welt. Argentinien wird wieder als Investitionsziel der großen Kapitale und der wichtigsten internationalen Hauptstädte angesehen. Unser Engagement für die Entwicklung aller Arten von Energie ist zutiefst patriotisch und unerschütterlich. Und wir verfolgen das Ziel, Argentinien wieder groß zu machen. Y perseguimos el fin de volver a ser grande la Argentina otra vez. Kritiker der Reform fürchten dagegen eine weitere Verschärfung der sowieso schon schwierigen wirtschaftlichen Lage, noch mehr Armut unter der Bevölkerung und weniger Rechte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das Argentinien, über das heute abgestimmt wird, ist ein Argentinien für alle, nur nicht für Argentinier. Es ist ein Argentinien, in dem es keine Renten gibt, in dem es keine feste Arbeit gibt, in dem es nicht die schöne Geschichte gibt, die wir hatten. Auch wenn es ein Land ist, das in den letzten 50, 60, 70 Jahren Schwierigkeiten hatte, es wird ein Land für andere sein, nicht für uns. Argentinien kämpft mit einer dreistelligen Inflationsrate, einer hohen Schuldenlast, Kapitalkontrollen und nahezu erschöpften Zentralbankreserven. Milei hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen, notfalls auch zu Lasten der Beschäftigten.